Hallo, ich bin Ebro, 24 Jahre alt und zeige dir einen Arbeitstag als medizinische Fachangestellte beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mittags starten wir im Team und beladen das Teamfahrzeug mit allen benötigten Materialien. Gemeinsam fahren wir mit dem Teamfahrzeug zu einem von vielen Blutspendeterminen. Der Blutspendetermin beginnt meist am Nachmittag. Nach dem Entladen des Blutspendefahrzeugs und gemeinsamem Aufbau des Spendetermins bereite ich mit meinen Kollegen alles für einen reibungslosen Ablauf vor. Meine Aufgaben sind sehr vielfältig und spannend. Ob es die Einweisung in die Registrierung der Spender, die Hämoglobinwert- und Blutgruppenbestimmung, die Venenpunktion oder Etikettieren der Präparate ist. Es ist nie langweilig und im Team unterstützen wir uns gegenseitig. Nachdem wir alle Blutkonserven registriert und gekühlt für den Transport sicher verstaut haben, desinfizieren wir das Equipment, bauen dieses wieder ab und können uns eine Pause. Nach einem erlebnis- und kommunikationsreichen Arbeitstag fahren wir spät abends wieder zurück zum Standort und laden die Kisten mit den Blutkonserven aus. Die Tätigkeit als medizinische Fachkraft erfordert eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, soziales Engagement und Teamgeist. Das gefällt mir besonders gut.